So Leute, recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Far Cry. Wir müssen heute den Flughafen infiltrieren. Wir hatten ja letzte Folge, bin ich ja schon mal mit euch dahin gefahren, weil ich mal gucken wollte, was da so alles am Start ist. Und da ging ja da noch nichts, ne? Naja, wieder doof. Und ja, da wollen wir jetzt mal hin. Wir können hier ja nichts aufrüsten, ehrlich. Das gefällt mir natürlich ungemein. So, wir sind hier. Ach, den pack doch mal das blöde Werkzeug weg, Alter. Sollen wir denn hier löten? Hm? So. Das heißt, wir nehmen uns jetzt, da wir zum Flughafen wollen, nehmen wir uns einen Hubschrauber. Wir müssen ja standesgemäß ankommen, ne? Ja, wir müssen ihn infiltrieren, das heißt, es wird wieder so ein bisschen tricky hier für mich, aber was soll's. Ich habe jetzt meine. Stumpf machen. Wo ist hier vorne? Hier ist vorne. Hit. Diese blöden Royal Army Trutzels hier. Die nehme ich hier schon alles weg. Und was ist? Was dann? Vielleicht sind die hier immer noch rum. Worden. Und es ruckelt mal wieder. Okay, das war jetzt Versuch 1 mit extrem großem Erfolg. Also ich muss wirklich sagen, ich bin wieder mal sehr stolz auf mich selber. So, da sind die Gegner. Wo sind die Gegner? Da sind die Gegner. Free Willis. Komme ich hier hoch? Nee, natürlich nicht. Ist ja klar. Scheißen Dreck hier. Wollte mehr. Ich bin am Flughafen. Bei einem Rundflug Scharfschützen entdeckt. Schalte sie aus. Und denk dran, wir haben denselben Feind. Wenn du Parkansmänner erledigst, wird es einfacher, den Flughafen für deine Kameraden zu sichern. Klar. Ja. So etwas. Du musst unauffällig sein, wie ein Republikaner in San Francisco. Kein Alarm. Lass dich nicht entdecken. Punkt. Ich hatte ein Treffen mit dem Kommandanten des Flughafens und er soll nicht wissen, dass ich noch ein Ass im Ärmel habe. Wenn du fertig bist, funk mich an. Guck mal, hier ist irgendwo eine Alarmstation, hm? So, erster Alarm auszuschalten. Zwei. Ach du Scheiße. Kannst auch übertreiben, Freunde. Hm. Das war der zweite, okay. Gut, hier wird keiner stehen.
das jetzt hier so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber ich mach's einfach mal. Ich brauche erstmal einen Überblick, ne? Da drüben ist noch ein Scharfschütze. Sehen. Sehr, sehr gut. Da unten ist der Kommandante. Ob ich den jetzt treffe da hinten? Ich will es ja nicht. Auch weg. Scheiße. So müsste der hierher gucken. Okay, Sie können jetzt sicher landen. Die Scharfschützen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich leite den Anflug ein. Jetzt geh zum Kontrollturm und ruf mich an, wenn du da bist. Ja, toll. Aber die waren doch schon alarmiert. Mist. Also die Armbrust hat auch ihre Grenzen. Okay, Sie können jetzt sicher landen. Die Scharfschützen sind erledigt. Ja. Gute Arbeit. Ich leite den Anflug ein. Jetzt geh zum Kontrollturm und ruf mich an, wenn du da bist. Hier dürfte ja keiner mehr sein, da war ja keiner mehr, ne? Nee. Das ist eine Waffe. Gut, ich bin da. Bin in Position. Bleib da und halt mir den Rücken. Ich habe noch was zu erledigen, bevor wir reden können. Wenn bei dem Treffen was schief läuft, gebe ich dir ein Signal. Was für ein Signal? Wenn ich Reaganomics sag, fängst du an zu schießen und hörst erst auf, wenn alle erledigt sind. Reaganomics? Okay. Ich halte diesen Kanal offen, aber sei ruhig. Ich brauche keine Ablenkung. Der Typ ist ein kleines bisschen sprunghaft. Verstanden? Verstanden. Gut, dann mal los. Wir können gerade nicht helfen. Ich habe die Ware hier, genau wie Sie wollten. Es gibt eine Planänderung. Was soll das? Ich sagte Planänderung.
Yuma will, dass ich sie zu ihr bringe. Ist das ein Witz? Das können Sie nicht tun. Wir hatten einen Deal. Sie und Ihr Flugzeug werden schön hier bleiben. Ich bringe Sie zu Yuma. Wir sollten darüber reden, okay? Da gibt es nichts zu bereden, Freundchen. Wo ich herkomme, ist ein Deal ein Deal. Sie können ihn nicht ändern. Das ist unamerikanisch. Jetzt reicht's mir langsam. Kennen Sie sich mit Reaganomics aus? Eine gesunde Politik, die die finanzielle Zukunft... Kontakt aus dem Süden, Banditen aus dem Norden! Ich stehe unter Beschuss, komm mal in die Gänge! Mann, was ist denn das für eine Waffe, Alter? Hey, ich bin nicht kugelsicher, hilf mir hier draußen! Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Wieso rennst du noch dahin? Du Spaserlack. Aber ist schon eine geile Waffe, ne? Wie sieht's mit Reaganomics aus? Eine gesunde Politik, die die finanzielle Zukunft der USA gesichert hat. Yuma sagte, ich soll sie zu ihr bringen. Sie sagte nicht, ob tot oder lebendig. Findet heraus, was es war! Und tötet! Ich stehe unter Beschuss! Komm mal in die Gänge! Banditen aus dem Norden! Erledige sie! Mann, du mach doch mal! Da kommen Banditen aus. Schläfst du? Deckung geben heißt, dass du mich beschützt! Na, wie soll ich denn den da beschützen, Alter? Was hat hier eine Seilrutsche? Das ist eine Seilrutsche. Okay. Ich würde am liebsten mit reinrennen, aber. Kennen Sie sich mit Reaganomics aus? Eine gesunde Politik, die die finanzielle Zukunft der USA gesichert hat. Yuma sagte, ich soll sie zu ihr bringen. Sie sagte nicht, ob tot oder lebendig. Oh, hier unten müsste meine Waffe liegen. Ich sage Reaganomics. Wovon zum Teufel reden Sie denn? Reaganomics! Reaganomics! Jetzt habe ich aber genug davon! Achtung! Scharfschütze! Nicht zu eng! Mann! Das ist ja... Alter! Kennen Sie sich mit Reaganomics aus? Eine gesunde Politik, die die finanzielle Zukunft der USA gesichert hat. Ich stehe unter Beschuss! Komm mal in die Gänge! Banditen aus dem Norden! Erledige sie! Hey, ich bin nicht kugelsicher! Hilf mir hier draußen! Mann, Alter. Kontakt aus dem Süden! Schlag sie zurück! Bewegung! Wo noch? Na, scheiße. Schläfst du? Deckung geben? Da kommen Banditen aus. Das wird mir zu heiß hier. Ich lauf rüber zum Lagerhaus. Gib mir Deckung! Ja, geh da rein. Da kommt eine ganze Horde den Berg herunter. Ist ein Berg. Scheiße.
Ah, klasse! Die haben mein Heli! Und du? Nehmen wir doch mal die Seilrutsche, ne? Scheiße. Zeig mir, was du kannst. Tu das nicht, Mann. Das kann ich zu weit gehen, du Arschloch. Gut, Kamine. Bin unterwegs. Was schießt denn da so krass? Alter Verwalter, was ist denn hier am Start? Wo ist denn? Die ist jetzt parkern oder was? 25 Jahre und ich weiß immer noch nicht, ob das Abwasser hier so stinkt oder nur der Mangel an Hoffnung. Ich rieche gar nichts. Diese Verkleidung brauche ich jetzt wohl nicht mehr. Also, wer sind Sie eigentlich? Sieh dich an. Amerikaner im Innern und dennoch zu gebrauchen. Du bist der perfekte Wolf im Schäfermantel. Besser als der Sunny Boy, den ich beim letzten Einsatz babysitten musste. Ihr seid aber beide Patrioten, würdet beide jedes Mal die Hand aufs stolze Herz legen, wenn am 4. Juli die Nationalhymne im Stadion gesungen wird. Dennoch zu gebrauchen? Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Langley, also CIA? Alles, was du über deinen Vater wissen musst, steht in der Akte. Welche Akte? Die in dem Flieger, den gerade abhebt. Oh, Scheiße! Hey, das wirst du brauchen. Los, jetzt renne.
so, hallo. Komm, Gas. Alles klar, legen wir los. Damit habe ich es wohl versaut. Ja, das Flugzeug ist entkommen. Wie soll ich denn da sonst anders? Alter, weißt du, du kannst mich mal. Los. Alles klar, legen wir los. Guck mal, jetzt ist Marlin wieder. Leck mich am Arsch. AJ, ich vermute, du hast die Akte. Ja, und sie hilft mir kein Stück weiter. Sie ist redigiert. Du willst mehr wissen? Dann halt die Klappe und hilf mir bei einem Job. Dann nehme ich ein paar der Balken raus. Gut. Was für ein Job. Ich bin hier, um Pagan, Min und Yuma zu stürzen, was die Einheimischen anscheinend nicht schaffen. Ich dachte, dein Volk versteht was von Guerilla-Kriegsführung. Dein Volk? Der goldene Pfad kämpft den falschen Krieg. Ich soll ihnen zeigen, wie es geht. Schritt 1, den Flughafen übernehmen. Schritt 2, einen gewissen AJ Gale rekrutieren. Das bist du. Triff mich hier, wenn du soweit bist. Oh, und erzähl dem goldenen Pfad nichts von unserer Vereinbarung. Das ist nichts, was sie wissen müssen. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss mal einen abseilen, wenn du verstehst. Na, so. Sowas verbiete ich mir hier in meinem Let's Play. Ne? Solche schweinischen Sachen. So. Ah, jetzt haben wir hier den auf jeden Fall als Wegpunkt. So. Ja, dann lassen wir mal kurz schnell dahin. Kurz schnell dahin. Oh mein Gott, das Klo ist nur ein scheiß Loch im Boden. Was ist denn Ditte hier? Hab ich hier nicht mal einen Waffenschrank oder was? Jetzt auch nicht, ich muss das hier auch erst alles ausrüsten und so. Quatsch. Rutsch. Das machen wir jetzt noch schnell hier. Vielleicht haben wir hier noch was auf dem Flughafen. Ich weiß es ja nicht. Nee. So. Und dann ranzoomen. Zoom. Da ist noch ein Plakat. Ein Tagebuch von Morgan Gale. Soll ich da dran vorbeigelaufen sein? Hä? Nee, hier kommen wir ja wieder nicht raus. Jetzt warten wir. Warte mal. Soll da drinnen sein. Ah, vielleicht noch nicht ganz. Muss ich vielleicht alles akklimatisieren, da keine Ahnung. Ja.
dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's Play Far Cry 4 mit Scholle. Bis dann. Tschüss.